wunderschönen guten Tag wünsche ich euch heute mal wieder zusammen. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel oben gesehen habt, werdet ihr heute sehen, wie man sich ein Brett selbst zusammenleihen kann. Das mache ich darum, weil ich die Tage ein wenig Palettenholz bekommen habe und das nutzen möchte. Ich selbst habe davor, bis auf diesem Brett, auch selbst noch keine Bretter zusammengeleimt und ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich euch so ein wenig Ärger ersparen und kann euch so meine Tipps geben, die ich gesammelt habe, als ich dieses erste Brett zusammen verleimt habe. Natürlich könnte man einfach das Brett nehmen, ein wenig Leim auf jede Kante geben und das Ganze zusammenleimen. Das würde aber bei einem solchen großen Brett, würde das keine besonders große Stabilität bringen. Und deswegen bringen wir noch Nuten ein und ich zeige euch einfach, wie ich das persönlich am liebsten mache. Und wie gesagt, vielleicht kann ich euch so ein wenig weiterhelfen. Wenn nicht, könnt ihr das Video auch schon wegklicken. Und so wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß beim Video. Vielleicht hilft es euch ja, wenn es euch gefällt, könnt ihr einen Daumen da lassen. Das wäre nett. Und da seht ihr auch unser Rohmaterial, das ist in meinem Fall Palettenholz. Ich habe es hier noch ein wenig aufgelegt, damit es noch ein wenig trocknen kann. Am besten legt ihr euer Holz so zurecht, wie ihr es später verleimen wollt, so könnt ihr eure Auswahl leichter treffen. Und weil das Ganze ja sehr, sehr schön glatt werden soll und keine Unebenheiten aufweisen soll, hobe ich das Ganze einfach mit meiner Hobelmaschine. Und da wir das Ganze an der Tischkreissäge besäumen und einen Längsschnitt ausführen, brauchen wir natürlich ein anderes Kreissägenblatt. Das eben war ein 48 Zähne pro 30 cm Durchmesser Kreissägenblatt und das hier hat nur noch 24. Und dazu schneide ich die Bretter einfach längs so oft, bis sie gerade sind. Also wenn ihr die geradeste Seite am Anschlag habt, schneidet ihr einmal runter. Dann ist die linke Seite schon fast perfekt. Dann schneidet ihr die andere Seite, wie hier gerade zu sehen. Und wenn die andere Seite dann immer noch nicht perfekt ist, dann schneidet ihr das einfach wieder. Und dann sollte es eigentlich gut genug sein. Danach spannt ihr das Ganze einmal ohne Leim und ohne Verbindung zusammen und könnt überprüfen, wie genau das Ganze wird. Und wie man hier gut sehen kann, das Ganze ist sehr gut geworden. Als nächstes könnt ihr ein sogenanntes Zimmermannsdreieck auf diese drei Bretter zeichnen. Das hilft euch einfach, das Ganze wieder richtig zusammenzusetzen. Nun schneidet ihr einfach eine Nut in das Brett rein. Das könntet ihr aber natürlich auch an einer Tischfräse machen. Oder mit einer kleinen Handfräse, egal was für eine Maschine ihr besitzt. Wichtig ist einfach nur, dass ihr das richtige Kreissägenblatt benutzt. Sprich, kein Kreissägenblatt mit zu vielen Zähnen. Und später ein gutes Holzpassstück dafür schneidet. Hier kann man jetzt die Nuten sehen, in die später diese Holzleisten reinkommen. Jetzt schneiden wir uns nur noch ein paar Leisten zurecht. Diese schneide ich aus einem alten, sägerauen Brett aus. Da sie so dünn sind und es etwas gefährlich werden kann, wenn man sie komplett direkt durchschneidet an der Tischkreissäge, schneide ich es in zwei Durchzügen. Das heißt, das Kreissägenblatt, der Spaltkeil ist hinten versenkt und man sägt von beiden Seiten das Brett durch. Das hat einfach den Vorteil, dass man schön das Brett noch durchschieben kann, ohne dass es irgendwelche Komplikationen geben kann. Hier machen wir eine kleine Trockenübung. Das Ganze stecken wir ohne Leim zusammen. Die Leisten sollten so in den Schlitzen sitzen, dass sie gut raus und wieder reingehen, denn wenn sie zu schwierig rein oder raus zu machen sind, dann ist nicht genügend Platz für den Leim da. Jetzt kommt der spannende Teil. Als erstes solltet ihr am besten auf eure Streifen Leim geben. Danach könnt ihr in eure Nuten Leim geben und verteilt den Leim einfach mit einem Pinsel. Dabei solltet ihr natürlich nicht so viel Zeit lassen, damit der Leim nicht antrocknet. Und
ein, zwei Schraubzwingen könnten euch da wirklich behilflich sein, das Ganze zusammenzuklemmen. Hallo, diese Stelle vom Video war jetzt eigentlich nicht so wirklich geplant, aber naja, die Dinge bringen es einfach mal mit sich so. Eigentlich soll jetzt im Video kommen, wie ich das Werkstück einfach noch ausspanne und mich freue, dass das alles so geklappt hat. Hat es aber leider nicht. Ich habe das heute Mittag mal rausgenommen. Der Leim war noch nicht komplett trocken. Heute hat die Sonne geschienen und deswegen habe ich es in die Sonne gelegt. Und ja, jetzt hat sich in dem mittleren Brett, also das, was die anderen beiden Bretter zusammenhält, ein wenig ist gerissen und das sollte natürlich nicht sein. Und das Brett hat sich auch ein wenig geworfen. Das heißt, es war doch etwas nasser bzw. feuchter, als ich erwartet habe. Das lasse ich so jetzt aber nicht stehen. Ich werde es auch noch weiter benutzen. Das werdet ihr jetzt gleich im Video sehen. Denn ich finde, ich habe mir schon so viele Arbeit. Denn ich finde, ich habe mir schon so viel Arbeit mit diesem doofen Brett gemacht, dass ich das noch weiter benutzen werde. Und also normalerweise, wenn es Holz trocken ist, dann könntet ihr es jetzt auseinandernehmen, schleifen und fertig. Aber was muss man jetzt noch alles machen, das werde ich euch jetzt zeigen. Ja, sehr improvisiert, mein Arm wird auch langsam schwer und ich lasse das Video jetzt weiterlaufen. Jetzt werden wir das Brett erstmal grob auf Länge zuschneiden, damit wir besser weiterarbeiten können. Und jetzt sind wir wieder an unserer kleinen Hobelmaschine. Ich bin gerade dabei, mir ein Brett auf 7 mm Stärke runter zu hobeln. Das werden dann später diese Quertraversen, werde ich es jetzt einfach mal nennen. Und die werden dem Brett hoffentlich wieder die nötige Stabilität verleihen. Hier schneide ich gerade ein paar Schlitze in das Holz. Das mache ich einfach so, indem ich ein breites Kreissägenblatt aufgespannt habe und das Brett immer weiter auf meinem Schiebeschlitten in eine Richtung bewege und so entsteht irgendwann eine Kerbe. Und diese Leisten werden jetzt mit jeder Menge Leim eingeleimt. Und auch hier wären euch jede Menge Schraubzwingen wieder sehr behilflich. Nachdem das Ganze dann getrocknet ist, könnt ihr selbstverständlich die Schraubzwingen abnehmen und schaut euch das Ganze erstmal an. Dieses Zeug müssen wir jetzt einfach nur noch runterschleifen und hobeln. Und diese Hobelarbeiten mache ich mit einem Metallhobel. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau informieren, was das für ein Hobel ist. Den habe ich für 10 Euro auf einem, wie soll man sagen, auf einem Flohmarkt gekauft. Ich war mir auch nicht genau sicher, ob dieser was taugt. Aber er ist sehr gut und er produziert sehr gute Späne. Ihr seht, ich arbeite hier nicht mit der Maserung, sondern gegen die Maserung. Wenn ihr den Hobel sehr zart eingestellt habt, das bedeutet, wenn er nicht viel Material abnimmt, dann könnt ihr das auch sehr gut tun. Das Positive daran ist, so kann euer Hobel sich nicht so schnell verfranseln, also im Holz. So nehmt ihr nämlich direkt einzelne Späne ab. Es lässt sich jetzt nicht so gut beschreiben, am besten probiert es einfach mal selbst aus, aber um die Fläche zu begradigen, ist das so ganz gut. Also es gibt keine Markierung, kein Stempeln, kein gar nichts auf diesen Hobel. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht so ein No-Name-Hobel oder er ist einfach zu alt oder zu speziell. Aber vielleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen. Jetzt geht es wohl an einer der aufwendigsten Arbeiten, und zwar das Schleifen. Ich schleife zuerst mit einem Bandschleifer. Mit der Körnung 60, aber ihr könntet auch wirklich die Körnung 40 nehmen. Handy. Und was ihr hier seht, ist mein erster Bandriss bei einem Bandschleifer. Es war jetzt nicht wirklich spektakulär und es hat auch nicht wehgetan oder irgendwas. Es war eigentlich nur ungewohnt, aber Dinge passieren.
Um euch das Schleifen ein wenig zu vereinfachen, macht ihr euch am besten ein paar Markierungen mit einem Bleistift auf das Holz. Nun geht's wieder an eine Arbeit. Wer hätte es gedacht? Schleifen. Im zweiten Schleifschritt nutze ich einen Exzenterschleifer. Wenn ihr diesen nicht besitzt, könntet ihr natürlich auch einen Schwingschleifer oder im Umgangssprachlichen einen Schwabbel benutzen. Ich benutze die Körnungen 80, 120 bis 180. Natürlich könntet ihr noch feinere Körnungen holen, aber für das Projekt, für das dieses Brett vorgedacht ist, reicht 180 alle Male. Und da hier jede Menge Schleifstaub anfällt, habe ich meine Kamera nicht komplett durchlaufen gelassen. Und wenn ihr das in einem geschlossenen Raum macht, solltet ihr wirklich einen Partikelfilter benutzen. Wenn ihr den nicht besitzt, macht ihr das am besten im Freien, weil dieser Staub, der ist wirklich lungenschädigend. Ja, und jetzt geht's wahrscheinlich an die schönste Arbeit. Jetzt geht's ans Finish. Ich benutze ein Leinöl-Finish, wie hier auch zu sehen ist. Wenn ihr das nicht benutzen wollt, könntet ihr natürlich einfach einen Sprühlack, Beize oder sonst irgendwas benutzen. Wobei ich Beize in diesem Fall nicht so gut finde, weil die vertäuscht die Farbe vom Holz. Wenn ihr Leinöl benutzt, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr entweder Handschuhe trägt, was ich in diesem Fall nicht mache, weil ich einfach nicht in Kontakt komme mit dem Leinöl. Und wenn ihr fertig seid, macht diese Tücher auf keinen Fall bei euch in den Hausmüll. Speziell bei euch in die Werkstatt, in der ihr eventuell nicht immer seid und wenn es einen Brand geben könnte, ihn nicht sofort bemerken könntet. Denn diese Leinöl-getränkten Tücher neigen dazu, in der Luft Feuer zu fangen. Es ist wirklich kein Spaß. Die können anfangen zu brennen, also lege ich die immer draußen vor die Werkstatt, falls es dann regnet, ist es nicht schlimm, dieses Papier löst sich nicht auf, das wird höchstens ein wenig nass. Aber diesen kleinen Rat gebe ich euch noch. So, jetzt mit Dorin rede. Hallo. Du musst ein bisschen näher, dann ist besser. Hallo. Schön. Und so sieht das Ganze, wenn man es ordentlich gemacht hat, so sieht das Ganze dann halt am Schluss aus. Das war's heute mal wieder mit mir. Die Schwärge meiner Kamera macht gerade wieder ein paar Mucken. Ja. Ach, besser. Ich glaube, ich brauche bald mal eine neue Kamera. Müsste ich mal fragen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, hier könnt ihr auf die Links klicken. Keine Panik, die öffnen sich in einem neuen Fenster. Wenn ihr nicht genug von mir bekommen könnt, abonniert mich einfach. Ich versuche immer so regelmäßig wie möglich Videos hochzuladen und das war's mal wieder heute mit mir. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes, wie soll man sagen, ich wünsche euch noch wunderschöne Ferien. Tschüss.